Die heutige Sitzung, Frau Vogt, ist für die parallele Begleitung der Amalgamausleitung, welches wir mit dem Bioresonanz, dem Triselect der Bucher GmbH durchführen werden. Und dafür werden wir heute einen Initialscan machen. Was das genau bedeutet, erkläre ich Ihnen gleich. Und da wir wissen, dass die Amalgamgeschichte schon eine sehr lange Geschichte ist bei Ihnen, werde ich im System, kann ich vorher einstellen, ob es akut ist, subakut oder chronisch. Und in dem Fall können wir davon ausgehen, dass es ja schon eine chronische Geschichte ist, aufgrund der Situation, die sich gegenwärtig spiegelt in der Symptomatik. Richtig? Und als Fokus gebe ich ein optimale Malensanierung. Sanierung der Amalgambelastung. Ne? Amalgambelastung. Und möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Hände auf das Leitpad legen und wir eine Messung machen. Und Sie können gerne das mit verfolgen. Wir haben einmal eine spirituelle Ebene, einmal eine psychische Ebene und eine organische Ebene. Dass ich im Vorfeld schon sehe, ist es eher ein Thema, das momentan vorwiegend auf der körperlichen Ebene haftet? Hat es auch einen psychischen Hintergrund? Wenn wir Amalgam reden, sprechen wir auch von Schwermetallen, von Blei. Also welche Schwere trage ich da wirklich mit mir herum? Es können oft, es taucht sehr oft auch systemische Geschichten sein. Der eine ist belastet mit Amalgam, der andere eben nicht. Und warum ist das so? Warum hat er Nährboden? Ja? Und das genau wollen wir mit dem Bioresonanzsystem genau fokussieren, auf welcher Ebene setzen wir an, um begleitend eine optimalste Ausleitung des Amalgams mit Bioresonanz hier zu starten. Ja? Das Ergebnis gucken wir uns gleich an. Das System misst einmal, wie gesagt, die körperliche Situation. Das System trennt harmonische von disharmonischen Wellen über die Handelektroden und zeigt uns gleich die zu sendende, sprich die Welle, die gegenwärtig optimalst wäre, um Schritt für Schritt die Belastungen auszuschweren. Das Ergebnis hat gezeigt, dass die dominante Thematik eher auf der psychischen Ebene liegt. Sicherlich die somatische müssen wir auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und wir werden jetzt das Programm gleich starten, aber zusätzlich möchte ich noch ein Programm, und zwar sind Programme hinterlegt, auch aus dem Dentalbereich. Und wir nehmen uns natürlich das gleich zunutze, denn wir haben hier noch die Amalgambelastung aus dem Dentalbereich mit der hinterlegten optimalsten Bioresonanzthematik und möchte Sie dann gleich bitten, Sekunde, gleich bitten, die Hände wieder auf die Handpads zu legen. Und wir starten jetzt die Sendung. Eben wieder über das Kommunikationschakra und nicht nur, dass wir die Bioresonanz-Thematiken rüberkriegen, sondern eben auch, dass das Schöne an den Lichtpads, die passende Nanometerwelle, die gegenwärtig optimal ist. Deswegen ändern sich die Farben auch genau, wie Sie es hier in der Ausleitung gezeigt haben, auf der spirituellen Ebene. Jetzt senden wir noch das passende Programm aus der Dentaldatenbank, hier die Amalgambelastung, die spezielle Bioresonanzinformation.
wir durch.